Das ist ungefähr so, wie wenn du Pfefferspray konsumierst. Also wenn du den so schön in die Augen reinhältst und in den Rachen reinhältst. Das ist, ich sag's mal, medizinisch gesehen bekloppt. Diese Jugendlichen essen die angeblich schärfsten Chips der Welt. Und das hat teils schwere gesundheitliche Folgen. Viele halten den Schmerz nicht mehr aus und schütten sich Milch in den Mund, um das Brennen zu neutralisieren. Warum habe ich das gegessen? Andere erbrechen sogar. Das Problem bei der Schärfe ist, sie ist nicht wasserlöslich. Das heißt, das kennt jeder, scharfe Produkte und man trinkt danach Wasser, bringt gar nichts. Sondern da sollte man schauen, dass man schnellstmöglichst Milchprodukte greifen kann. Es handelt sich um die sogenannte Hot Chip Challenge auf TikTok. Die Nutzer filmen sich dabei, wie sie einen extrem scharfen Tortilla-Chip essen. Dann teilen sie ihre Reaktion online. Oft auch im Livestream haben teilweise hunderte Zuschauer, sammeln Likes, Klicks und Kommentare. In der Packung des schärfsten Chip immer mit dabei ein Schutzhandschuh. Aber wie gefährlich sind diese Chips wirklich? Schärfe ist mal kein Geschmack, sondern das ist eine Reaktion von unserem Körper und sorgt dafür, dass sich beispielsweise der Blutdruck erhöht. Und da kann es richtig zu Blutdruckentgleisungen kommen und die können natürlich im schlimmsten Falle zu ernsthaften Komplikationen führen. Doc Esser warnt, denn es bedeutet auch Reizungen aller Schleimhäute, das heißt, die Speiseröhre kann in Mitleidenschaft gezogen werden, der Magen kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Schärfe sorgt dafür, dass ganz viel Magensäure zusätzlich ausgeschüttet wird. Die Chips sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Trotzdem nehmen viele Kinder und Jugendliche an der Challenge teil, oft unter Aufsicht eines Elternteils. Eigentlich müsste das Elternteil zur Strafe danach die ganze Packung essen. In den USA ist jetzt ein Jugendlicher nach dieser Mutprobe gestorben. Er war erst 14 Jahre alt. Harris erhielt von einem Mitschüler einen Tortilla-Chip von der Marke Paki. Daraufhin bekam er starke Bauchschmerzen. Später verlor er das Bewusstsein und wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Die Beamten, die den Tod von Harris untersuchen, haben sich bisher nicht dazu geäußert, ob auch andere Gründe als mögliche Todesursache in Frage kommen und untersucht werden. Paki-Chips sind in Deutschland nicht erhältlich, aber es gibt eine Alternative. Auf der Zutatenliste Carolina Reaper Chili. Runter. Die schärfste Paprikasorte der Welt steht seit 2013 im Guinness-Buch der Rekorde. Sie soll fast 300 Mal schärfer sein als eine Jalapeno-Chili. Auch in Deutschland löste die Hot Chip Challenge an einer Schule einen Großeinsatz von Rettungskräften aus. Mehrere Kinder erlitten durch die extrem scharfen Chips Haut- und Atemwegsreizungen. Da kommt es einfach nur noch zu einer Notreaktion des Körpers. Ja, und Kinder und Jugendliche können sich da wirklich schwer mit verletzen. Dementsprechend die Finger bitte davon lassen. Auf TikTok gibt es immer wieder Trends, bei denen die Nutzer aufgefordert werden, bestimmte Aktionen in kurzen Videos nachzuahmen und zu teilen. Mit den Risiken der Hot Chip Challenge ist nicht zu spaßen. Daher sollte man nicht alles nachmachen, was man im Internet sieht.